Moin Moin! Gehört zu Hamburg wie die Reeperbahn mit ihren unzähligen Lichtern. Hier trifft sich Hamburg und die Welt, um sich in Shows zu zerstreuen, im Theater zu lachen und bei Sexworkern zu entspannen. Wie sieht die Welt aus, in der Frauen und Männer anschaffen? Diese Frage stellt sich auch Regisseurin Michelle Affolter. Weil ich so nur die gängigen Klischees bisher kannte und da ein bisschen eintauchen wollte. Die Kunst, oder das Wichtige war mir, dass wir halt nicht irgendwas illustrieren, sondern tatsächlich von der Kunstseite her einen Zugriff finden. Und da war für uns das Setting Ozean ganz toll, weil wir echt so in der Welt eingetaucht sind und gemerkt haben, es ist echt so vielschichtig und vielseitig. Wir werden nie alles beleuchten können, aber schnappen uns einzelne Ozeansituationen raus. Und so taucht Michelle mit ihrem Team ab. Sie lassen sich auf die Sexworker ein, die ihnen bei ihren Fragen begegnen. Viele Stunden Interview werden vielfältig eingearbeitet, um den ganz normalen Wahnsinn auf die Bühne zu bringen. Hase, dass ich das auch aus dem Kopf loswerde, lass uns doch den wirtschaftlichen Part zuerst machen. Das ist auch wichtig, weil... Du, ich hab mein Portemonnaie vergessen. Aber das zum Zweifel machen, ich überweise dir das dann. Übelst deiner Markt. Oh, Scheiße. Ich hab nur noch 20 Euro im Portemonnaie. Das verstehe ich gar nicht. Ach, Schloch. Also falschen ist unsexy. Das ist definitiv so. Klischees bedient dieses Stück nicht. Es bleibt sich treu und beleuchtet verschiedene Blickwinkel und traut sich, Vergleiche zu ziehen. Das Publikum, mein Freier, die Institution, meine Puffmutter. Sowohl die Sängerin als auch die Sexarbeiterin ist eine professionelle Rollenspielerin und gestaltet theatrale Situationen. Und natürlich darf auch sie nicht fehlen. Wir müssen Prostitution abschaffen. Ja. Und über die Bestrafung von Freiern müssen wir auch sprechen. Ja. Ja. Wir brauchen bessere Gesetze. Hinter den Kulissen durfte ich ein bisschen Mäuschen spielen. Es steckt sehr viel Liebe und Hingabe unzähliger Hände in diesem Werk. Also am Anfang bei den Proben haben wir sehr viel improvisiert und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann zu sehen, wie das zu einem Stück wird und wie das zu einem Text zusammen verdichtet wird und so, das war eine Herausforderung. Und eine Gratwanderung zu finden zwischen politischen Aussagen, die man machen möchte und und guter Bildsprache dazu quasi. Mich würde es interessieren, wie deine Außensicht auf das Stück ist. Also wie das, was wir, die wir alle nicht wirklich in der Sexarbeit verortet sind, daraus gemacht haben aus dem Material, also wie das für dich ist quasi. Allein diese Fragestellung drückt schon so viel Achtsamkeit und Respekt aus. Ich war im ersten Moment total baff. Nichtsdestotrotz, ich habe das Stück das erste Mal bei der Generalprobe gesehen und ich hatte zwischendrin immer wieder so ein Feeling von, ich sitze hier am Stammtisch mit meinen Kolleginnen und die erzählen mir die Geschichten und sie erzählen sie mir auch genau so, wie ich sie dort auch hören würde, also auch mit demselben Schnack. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil es so schön authentisch rüberkam und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Toll fand ich auch das ganze Sounddesign, also der Sound im Raum war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dann waren auch noch ein paar Kolleginnen im Publikum und zwei davon haben auch ein Feedback gegeben und das möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal kurz vorlesen. Eine Kollegin schreibt, als Sexworker habe ich stellenweise herzlich gelacht. Super, dass so viele der Inhalte von Kolleginnen selbst kamen. Sexarbeit und Huren werden ja ständig in der Kunst thematisiert, aber selten sind wir dabei wirklich beteiligt. Eine andere Kollegin schreibt, ich fand's absolut super. Nicht nur inhaltlich, sondern auch bezüglich der künstlerischen Umsetzung, Dramaturgie, Bühnenbild, Schauspieler und Kostüm. Ganz herzlichen Dank dafür, wie ihr mit dem Thema umgegangen seid. Und extra bravo, dass auch mindestens eine Sexarbeiterin selbst auf der Bühne war. Ja,
Denn am Ende des Stückes durfte ich noch für ein paar Minuten eine Szene mit Amanda zusammenspielen. Und das war ganz, ganz aufregend mitzubekommen überhaupt, wie arbeitet man da, wie entwickelt man so etwas. Und ja, am Ende wirklich auch da zu stehen vor dem Publikum und mit allen zu interagieren, das war schon wirklich etwas ganz, ganz Besonderes.